So. Ja, jetzt kommt also hier die nächste Aufgabe, Nummer 8, Teil B, Kino. Und zwar Personen, die ein Kino besuchen, können Geld für drei verschiedene Bereiche ausgeben. K, Menge der Personen, die für das Kinoticket Geld ausgeben. Oder P, Menge der Personen, die für das Parkticket Geld ausgeben. Oder V, Menge der Personen, die für die Verpflegung Geld ausgeben. Okay, also das heißt, es gibt Kino, Parkticket oder Verpflegung. Ordnen Sie den beiden Mengen jeweils die be zutreffende Beschreibung aus A bis D zu. Okay, also hier steht K minus oder ohne P vereinigt V. Also ich würde sagen, das ist Kinoticket, aber nicht Parkticket und Verpflegung. Wo steht es da? Kinoticket, Menge der Personen, die nur für das Kinoticket Geld ausgeben. Menge der Personen, die für das Kinoticket Geld ausgeben. Menge der Personen, die sowohl für das Kinoticket als auch für das Parkticket Geld ausgeben. Menge der Personen, die entweder für das Kino oder für das Parkticket oder für beides Geld ausgeben. Ja, irgendwie steht das jetzt nicht wirklich da. Ich will haben also die nur fürs Kinoticket. Okay, ja, also das heißt, dieses ohne haben die weggelassen. Das heißt, hier gehört also das A hinein. Gut, jetzt geht es dann weiter. K und Durchschnitt P. Durchschnitt heißt sowohl als auch. Also Kinoticket und Parkticket. Menge der Personen für Kinoticket. Menge der Personen, die sowohl für das Kinoticket als auch für das Parkticket. Okay, das ist dann C. Okay, gut, C. Jetzt hätten wir also diese zwei. Jetzt kommen die nächsten. Die Ergebnisse einer Befragung sind im nachstehenden Venn-Diagramm dargestellt. Beschreiben Sie die Bedeutung der Zahl 12 im obigen Venn-Diagramm im gegebenen Sachzusammenhang. Also mit dem Kinoticket, Parkticket und was war das letzte? Verpflegung. Okay, die Zahl 12. Was ist die 12? Also 12 ist 12, was haben wir da gehabt? K. Personen geben nur das Geld für Kinoticket aus. Okay, also so ähnlich wie oben die Geschichte, dass wir hier nur Kinoticket haben. Okay, berechnen Sie, wie viel Prozent der befragten Personen in der Menge K Durchschnitt P Durchschnitt V enthalten ist. Aha, also K heißt Kinoticket und Parkticket und Verpflegung. Naja, das müssen die 35 da sein. Aha, das heißt also, wie viel Prozent? Das sind also 35 von insgesamt. Wie viel sind es denn insgesamt? Naja, also 12 plus 13 plus 35 plus 22 plus 0 plus 0 plus 0. Und wie viel ist das? Das ist dann, wenn man es sich ausrechnet, 82. Okay. Das heißt, wie viel ist das? In Prozent gleich 35 dividiert durch 82 mal 100%. Okay, das ist also, wenn man es eintippt, kriegt man, wenn man 142,7, 42,7%. Okay, passt.